Charakter. Manu. Wo was ist? Die liegen dort unten. Ja, wo unten? Ja, na. Da unten. Da, wo die Sonne hinscheint, wenn das ein Tipp für dich ist. Ich sehe ja nicht meine Sonne. Ja, das glaube ich dir. Dein Leben kennt keinen Sonnenschein. Hier laufen rote Schafe wild durch die Gegend. Ja, das sind solche, die vorher in dem Teil ausgebrochen sind. Nein, es gibt jetzt auch Vorkommen ohne sowas. Die laufen ja, einfach so. Ja, aber rum. Sehr wenige. Ja, sind selten. Sozusagen wie diese Pink, die Braun, die es früher mal gab. Oder also immer ich noch züchte jetzt grüne Schafe. Kannst du sagen, was du willst. Manu. Was willst du? Krieg ich die Items wieder? Na, such. Wärst du zu mir gelaufen, hättest du gewusst, wo du bist oder wo sie sind. Ich meine, ich verstehe nicht, was du jetzt von mir willst. Herzchen, Manu. Herzchen, kannst du dir einen Arsch schieben? Eine Frage. Wie komme ich hier wieder hoch? Fuck! Ich wusste, warum ich dich hergeportet habe. Manu! Meinst du, ich mache irgendwas so in den Hintergedanken? Was sind eigentlich diese Blöcke, wo der Totenkopf drauf ist bei mir? Ja. Da, wo ich, ich draufgefallen bin? Ja. Versuch doch mal so einen Block kaputt zu schlagen. Nein. Alles schon, weil der Totenkopf bedeutet gefährlich und gefährlich bedeutet nicht anfassen. Das ist die simple Kunst der Yusei und Lu. Wenn ich jetzt darunter falle, ich bring das Spiel um. Du bringst das Spiel um. Willst du es erwürgen, das Spiel? Ja, die Datei. Manu, weißt du vielleicht, was diese Dirt unter der Erde auf einmal so ein Dirt? Art Plantage auf einmal auftaucht, was da eigentlich, wozu das da ist? Was für eine Dirt-Plantage? Na, auf einmal, also da ist auf einmal eine Hohle, also hier total ausgeholt und dann Dirt auf dem Boden, aber hier war noch nie einer. Es ist halt einfach nur. Na, toll! Na, richtig. Soeben wurden mehrere Schafe in den Tod gerissen. Ich hab doch keinen Gott in der Hand, oder? Oh. Hab ich gar nicht gemerkt. Juhu, Mobspawner. You say, wenn du dich zu mir portest, bist du aus dem Let's Farm offiziell gebannt. Ich bin schon bei der Farm angekommen. Der kann sich nicht zu mir porten, weil sonst würde er locker sterben. Weil Yusei nee, und Lava. Zum Glück können wir nachher so einen blöden. Oh nee, ich darf das hier nicht sagen. Manfred Beherrschung. Auch nur einfach nur beschreiben. Yusei, hast du Fackeln? WWE 12, I bring it mobben. Ich wollte gerade auf seine Herkunft rumhacken. Leider nicht. Warum leider nicht? Du wolltest Fackeln. Ja. So, es müssen nur zwei von euch schaffen. Kommt. Es reicht. Geh zurück. Kommt wieder. So. Manu. Ihr bleibt hier, ja. Hatten wir 20 Uhr nicht unseren Termin? Welchen?
den gegen Bring it. Ja, das hättet ihr jetzt gern, ne? Okay, ich muss sowieso noch mal weg. Wir brauchen Fackeln. Ich hatte doch vorhin Fackeln. Meine Laune hat sich jetzt im Übrigen etwas normalisiert. Das heißt aber trotzdem nicht, dass ich wieder unanfällig für Stress bin. Wollte ich bloß mal sagen. Oder das. Oder dass wir was riskieren sollten. Bäumchen. Bist ja eher so ein Draufgänger. Ja, aus irgendeinem Grund lief bis jetzt die Aufnahme nicht mehr. Ich weiß nicht, was ihr verpasst habt. Wir haben in der Zwischenzeit ein bisschen Farbstoff geholt. Ich glaube, ich habe das vor uns aus Versehen deaktiviert. In der Zwischenzeit habe ich auch die Schafe ein bisschen bunti-bunti gemacht, die, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und ich habe mir Blume gekrallt. Ein bisschen Eisen natürlich, ein bisschen Holz. Aber ansonsten hat sich nicht viel verändert. Tut mir recht herzlich leid dafür. So. Das ist dann der Stall für die Schweine. Ach, du Schwein. Was kommt. Ihr bekommt von mir einen persönlichen Touch. So. So. Du hast a touch. Guck mal, you say. Mann, nur gibt's das auch in Schwarz. Ja, gibt es. Du hast 3 Schafe, mach doch die 3 Schafe in der Lieblingsfarbe von jedem von uns. Die sind unwichtig, Yusei. Vergiss das nie. Also ich möchte ein schwarzes. Schon ist es tot. Na, wollt ihr wieder Liebe machen? Euer Kind ist tot. Na, also wollen wir jetzt ein Gehege nur für 3 Schafe machen? Mhm, und da sind unsere Favoritfarbe. Aka, Lieblingsfarbe? Blau. Blau. Er friss. Okay, Gunnar hat sein blaues Schaf. Gunfried, Manfred, und jetzt müssen wir noch Kalfred produzieren. Emo-Farbe. Ja, ich sag doch, sein Leben ist schwarz und trostlos. Die Leiter tue ich erstmal hier rein. Also an Schildern mangelt es uns nicht. Merken. Und das dort rein. So, und jetzt suche ich nach Tittensäcken. Er hat Titten gesagt. Ich glaube, die Folge wird Tittendecke heißen. Deswegen kriegen wir auch sagen, nicht. Die heißen auch Tittensäcke. Ja, das war eigentlich ja schon. Oh Gott, wie peinlich. Ich habe mich bei Titten verschrieben. Ja, kennt sowas wie Titten nicht. Ich würde, ich bin... Ja, ich habe es nur aus Versehen, ich hab's aus Versehen mit einem T geschrieben. Titten. Titten. Mit I wie bringt. Er bringt es mal ganz nix zu machen. Mal so nix, ne? Nur no, Yusei, die Schafe brauchen eine Erleuchtung. So. Erdebrau, schwarz. So. Das sind die XXL Deluxe Schafe. Die haben den Stall komplett für sich alleine. Wir haben hier 4 von 6 Stellen nur für Schafe, verarschen? Ne, 3 von 6. Die Hälfte aller Stelle wird von Schafen belegt. R-U-S-B. So. Wir könnten, you say, ich habe genau das Richtige für dich. Genau die richtige Idee. Holzfällen. Nein, nein. Wir werden ein Lager einrichten. Und zwar hinter dir und hochgucken. Hoch. Genau dort oben. Ja, hochgucken. Er guckt nach unten. In der Luft. Nee, in der Scheune. Oben. Auf dem Dach. Dachboden.
Helfe, Tatsch. Aber das Lager, ich glaube, dafür würde man uns umbringen. Das werden wir aber in Holz, Wertsachen und sowas einteilen. Das ist viel einfacher. Die Kante stört mich. Okay. Jetzt ist die Frage. Ach ja. Ich bin schon wieder viel zu verwirrt. Und bevor ich hier verstummen, rede ich lieber die ganze Zeit irgendwelchen Unsinn. So. Frage, Oberblase. Snowflakes from the Sky. Kalle! Gammelfleisch. Du hast soeben den größten Fehler deines Lebens begangen, das weißt du, ne? Du hast den Copyright geschützten Liedtitel genannt. Nicht genannt. Doch. Das muss jetzt ausgepiept werden. Einen sehr, sehr schlechten... Ich piep ja nicht aus, mein Freund, ja? Einen schlecht performten ersten Satz von dem Lied. Ich piep nicht mal ein Fick dich aus, weil wenn ich der Meinung bin, dass jemand seine sexuellen Triebe befriedigen soll, dann sage ich das. Was du mit Ilan, die dann unter dem Video zeig's ihm, gib's ihm, er hat's verdient. Ja, letztens fragte mich einer unter meinem Let's Play Truck Video, wie alt ich denn bin. Ich so, bald 17. Ich wollte eigentlich schreiben, schon fast 12. Kelvin. Wie alt? 74,5. Frisch und knackig, sag ich immer. Ich stelle mich das gerade so vor, als wenn ein 64er Mann hier noch Let's Plays macht. Und am besten so, noch zu dann gebe ich meinem Hund jetzt mal Rottenfleisch zu fressen, damit er nicht verhungern muss. Apropos Hundi, ich will nur nie. Moment, ich muss mir fix meine Spritze geben, bis gleich. So, hab mir mal eben Insulin gespritzt, jetzt können wir weitermachen, wa? So, you see, dort oben entsteht dann bald das Lager. Na, findest du die Schafe schön hier hinten? Liebe Zuschauer, ich mach euch das charismatischste Angebot. Das könnt ihr gar nicht ablehnen. Und zwar wird mein Angebot wie folgt lauten. Ihr Lieben, schickt mir eure Lieblingsfarbe und einen Grund, warum ihr erscheinen solltet. Und einer von euch wird mit seiner Lieblingsfarbe, aber Achtung, es darf kein Blau, es müssen andere Farben sein als die, die jetzt vertreten sind. Und derjenige, der A, die Farbe noch nicht vertreten hat, und B, der, Dingens, der von euch wird hier in diesem Stall mit seinem Lieblingstier und seinem Namen erscheinen. So. Es wird wie folgt aussehen. Jüse, du kannst mal aus der anderen Kiste ein paar Schilder holen. Bogi da la Bogi. So, meine Wenigkeit. Und ihr dürft dann unter mir stehen. Was ist mit uns?